Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, heute probieren wir mal den neuen Modus aus. Ich habe den privat schon ein bisschen hier gegrindet, hier seht ihr Perfektion auf den Rasen und Meilenstein habe ich vor allem gemacht bisher. Aber ich dachte mir, komm, Mbappés Aufstieg ist ja so eine Storyline-Ding, so ein bisschen was ganz cool ist, denke ich mal. Mit ein paar Nachstellsachen, also wo man ein paar Tore oder sowas nachstellen soll. Ist, denke ich mal, ganz cool und ich würde sagen, das machen wir hier immer in drei verschiedenen Videos. Ich hoffe, dass ich das relativ easy hinbekomme, werden wir ja sehen. Wir fangen an heute mit dem Karrierestart. Das sind insgesamt 8 Momente, die wir hier abschließen müssen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Ich habe es mir noch nicht großartig angeguckt. Wir müssen in der ersten Challenge, da gehen wir auch direkt rein, AS Monaco hat Interesse, müssen wir ein paar Tricks zeigen und die Vereine auf mich aufmerksam machen. Übersteiger nach rechts. Also wir müssen einen Übersteiger nach rechts und ein Tor erzielen. Also würde ich sagen, gehen wir da rein. Ich zeige euch nochmal ganz kurz das Team, mit dem wir das machen. Da habe ich mir das jetzt hier zusammengebaut. Ist Moments, das heißt, da sind Leihspieler ja egal. Da dachte ich mir, komm, nimmst du die nochmal mit. Lewandowski habe ich gezogen. Kann ich den hier im Zweifel mal ausprobieren. Und ansonsten, für spätere Challenges brauchst du halt 3 Monaco-Spieler. Und ein paar Liga-Spieler. Deswegen habe ich da schon mal vorbeugend welche eingebaut. Ich denke mal nicht, dass wir so auf seiner Defensive stehen werden, deswegen ist es glaube ich nicht so schlimm, dass hier der Maripan irgendwie 33 Tempo hat. Ist ja auch egal, ich würde sagen, wir starten rein in die erste Challenge. Let's go, wir sind drin und wir müssen jetzt wie gesagt einen Übersteiger mit MAP gleich machen. Wo ist er denn? Da ist er nicht, da ist MAP. Das hat schon mal nicht geklappt, perfekt. Wir haben nur 8 Ingame-Minuten Zeit, die laufen jetzt relativ schnell runter. Jetzt müssen wir uns den Ball holen. Komm mal her, jawohl, das war ein Foul. Okay. Jetzt hat sich ein Papier verletzt. Wollte ich mich verarschen? Jetzt kann ich die Challenge ja nicht machen. Hey. Perfekt. Neustart. Ja, perfekt auf jeden Fall. Lief ja gut bisher. Was ein Start. So, Mbappé ist da. Wir machen den Übersteiger und... okay. So, gehen wir denn nochmal rein. Nächster Versuch. Hoffentlich jetzt richtig. Der stand doch wieder am Abseits, oder? Der stand auch wieder am Abseits. Alter Schwede. Junge, das ist was. Na komm, jetzt versuchen wir es nochmal hier. Den Ball sollten wir hoffentlich schnell kriegen. Und das war ein unüberlegter Pass. So. Wir haben zumindest schon mal das Tor erzielt. Jetzt brauche ich ja noch den Übersteiger, der irgendwie nicht klappen will. Mit rechts. Ja, also... Ich kriege den Ball direkt wieder. Ich kann den Spieler nicht wechseln. Perfekt. Ich raste aus. Ey, wirklich. Da ist er doch, der Übersteiger. Meine Fresse. Hat er jetzt mal funktioniert? Und damit haben wir die erste Challenge auch abgeschlossen. Meine Güte, das hat ein bisschen zu lange gedauert eigentlich, als es sollte. Aber hey, wir haben es abgeschlossen. Im Oktober 2015 wurde Mbappé von AS Monaco eingeladen. Spiele mit deinen Mitspielern und gegen sie und bereite ein Tor vor. Okay, wir müssen 3 Pässe spielen mit Mbappé. Also ich denke mal mit Mbappé oder vielleicht auch mit dem gesamten Team. Keine Ahnung, werden wir ja dann sehen. Und eine Vorlage mit Mbappé geben. Also ich denke mal, es reicht, wenn wir... es reicht, wenn wir 3 Pässe insgesamt spielen und davon halt eine Vorlage dann am Ende von Mbappé auf meinetwegen Lever oder so. Gehen wir rein. Let's go. Wir spielen von hinten raus. Das ist die Trikotwahl ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Und der Ball kommt tatsächlich sogar nicht an. Perfekt. Schön, jetzt steckt Mbappé auf Lewandowski durch. Lewandowski mit dem Tor. Easy going, diesmal im ersten Versuch. Zwar auch mit einem kleinen Fail, dem Ballverlust zwischendurch, aber das passt ja. Dafür haben wir ja genug Zeit. Lever macht am Ende das Tor. Die Trikotwahl war, wie gesagt, ein bisschen ungünstig. Grau gegen größtenteils weiß. Von der Seite sieht man das Rote nicht so gut, aber von hinten dann die Spieler. Denn deswegen war es ein bisschen blöd, aber egal, wir haben auch das abgeschlossen. So, Training beim AS Monaco. Trainiere mit Mbappé weiter, spiele noch stärker und zeige deinen Mitspielern, was du kannst. Wir müssen einen Zweikampf mit Mbappé ausführen und am Ende noch ein Tor erzielen. Gehen wir rein. So, dieses Mal auch bessere Trikotwahl. Der Gegner hat den Ball. Wo sind wir? Okay.
Ist natürlich jetzt gut, dass der Ball hinten ist und ich dementsprechend den Ball nicht gewinnen konnte mit Mbappé, der vorne wiederum war. Der Pass sollte eigentlich auf Mbappé in die Spitze gehen. Und der setzt sich hier dann auch durch. Mbappé, easy going. Das Tor war schon mal einfach. Wir haben sogar relativ viel Ingame-Minuten-Zeit, also fast 30 Minuten. Oder wahrscheinlich hatten wir 30 Minuten und reisen jetzt schon um. Wir müssen jetzt einen Zweikampf mit Mbappé machen. Den haben wir damit auch ausgeführt. Hat aber nicht gezählt. Perfekt. So, gehen wir den Gegner mal den Ball. So, komm. Nein, Lewandowski. Lass den Ball durch. Gib mir Mbappé. Gib mir Mbappé. Oh. Ja, okay. Das hat gepasst. Ich verstehe zwar nicht, warum der davor nicht gepasst hat. Aber soll mir egal sein. Damit haben wir auch diesen Moment abgeschlossen. Bam. So, Nummer 4. 3 Wochen später wurde Mbappé in die erste Mannschaft berufen. Wir müssen einmal flanken und ein Ziel, ein Tor mit Mbappé im gegnerischen Strafraum. Das sollten wir hinbekommen. Ich glaube, jetzt ist auch das erste Mal mit einer Teamrestriktion, die wir aber sowieso, wie gesagt, erfüllt haben. Von daher gehen wir rein. So, wir sind da mit Knavas da auf dem rechten Flügel. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mit Mbappé erstmal ein Tor wieder erzielen. Das machen wir jetzt mal ganz fix. Und dann müssen wir noch einmal mit ihm flanken und dann haben wir das auch erledigt. Auch zum Glück habe ich eben auch, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass ich im 16er schieße, aber es war denn am Ende im 16er. Von daher, Glück gehabt nochmal, aber jetzt könnte es zeitlich sogar schwierig werden. Problem ist halt auch, Mbappé spielt bei mir in der Mitte, das mit Flanken sehr schlecht. Perfekt. Komm mal, Lever, geh da hin. Hol den Ball mal bitte. Schade. Ja, ich glaube, der Versuch wird wiederholt vielleicht, ja, wobei wir müssen eine Flanke einfach nur ausführen, also einfach random flanken oder was, oder auch zu einem Mitspieler. Okay, passt. Sogar noch ein Tor damit gemacht. Perfekt, Spiel auch gedreht. Easy going. Erfolg. Bam. Debüt beim AS Monaco am 2. Dezember 2015, 2 Monate nach dem Aufstieg in die erste Mannschaft, wurde Mbappé im Heimspiel gegen den FC Caen in der 88. Minute eingewechselt, am Ende stand es 1:1. Wir müssen 2 Pässe ausführen im gegnerischen Strafraum, einmal aufs Tor schießen und keinen Ballverlust zulassen ist natürlich okay. Mit dem gesamten Team, also wir müssen die ganze Zeit im Ballbesitz bleiben, das ist natürlich jetzt nicht so einfach, aber okay. Ich meine, das ist ja immer noch wahrscheinlich gegen Anfänger, ich habe jetzt nicht auf den Schwierigkeitsgrad gerade mit Amateur. Aber ja, werden wir mal probieren und wir gehen direkt rein, das wird sogar... Ist. Ja, neuer Versuch, ich wollte schon sagen, weil wir haben den Ball verloren. Das hat aber ganz schön lange gedauert, bis er das registriert hat. Ging auch gleich der Einwurf daneben, also perfekt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mit Mbappé 2 Pässe im gegnerischen 16er spielen. Ja, so nicht. Nächster Versuch. Nehmen wir direkt Mbappé mit. Das zählt, na doch, das zählt als Pass im gegnerischen 16er. Das zählt ebenfalls als Pass im gegnerischen 16er. Und jetzt müssen wir nur noch schießen. Und das haben wir gemacht. Auch kein Ballverlust zugelassen in dem Zeitraum. Perfekt. Und das 1:1 erzielt. Ich weiß gar nicht, stand gerade 1:1. Ich gehe mal davon aus. Jetzt kann ich auf den Spielstand geguckt. Ah, passt schon. Erfolg. So, Nummer 6. Torschütze in der ersten Mannschaft. Am 20. Februar 2016 erzielte Mbappé im Alter von 17 Jahren beim 3:1-Sieg gegen den FC Troy. In der Nachspielzeit sein erstes Tor für die Mannschaft, für die erste Mannschaft des Clubs. Wir müssen ein Tor mit einem Curve-Shot erzielen, also einem angeschnittenen Schuss und das Spiel gewinnen. Das machen wir doch mal. Wir haben innerhalb von 15 Sekunden Zeit, also 15 Sekunden müssen wir jetzt hier spielen. Von dem Spiel gegen, das ist aber Caen, nicht Troy. Aber okay. Weil Caen war ja eigentlich die Mannschaft von dem Highlight davor und das ist ja eigentlich das Logo zumindest von Caen, aber egal. Ja genau, also wie gesagt, wir müssen jetzt hier, wo ist er, da ist er nicht, da ist er irgendwo, läuft er beim Abseits rum und jetzt haben wir den angeschnittenen Schuss und der ist direkt drin. So, da haben wir jetzt das 2:1 erzielt und jetzt müssen wir einfach nur noch die Zeit runterlaufen lassen. Ich denke mal, da werde ich euch ganz kurz hier einen Zeitraffer reinpacken. So, damit haben wir das auch erledigt. Ja, ne? Mal ein etwas längerer Moment.
So, der vorletzte oder die vorletzte Challenge für dieses heutige Video. Meistere diese Challenge, damit MAP seinen ersten 3-Jahres-Vertrag in der Ligue A beim AS Monaco unterschreiben kann. Erster Profivertrag heißt es. Wir müssen den Powerschuss ausführen und das Spiel gewinnen. Wieder 15 Sekunden Ingame. Also 15 Ingame-Minuten. 15 Sekunden. Guck mal, jetzt ist Treu. Ist das nämlich das Wappen von Treu? Und davor war ja eigentlich das Treu-Ding, ist ja auch egal. Also, keine Ahnung. Macht irgendwie wenig Sinn, weil wie gesagt, davor war, hieß es im Moments über das Spiel gegen Treu und da war es aber dann das K-Logo und so. Jetzt haben wir hier das Treu-Logo. Naja. Wir gehen rein auf jeden Fall. Wo ist Mbappé? Der kommt da hinten erst. Perfekt, Mbappé. Das machst du nicht gut. Was ist Abseits? Ich sehe den Linienrichter gar nicht. Und da ist der Powerschuss. Und dann gibt es jetzt wieder für euch einen Zeitraffer. Let's go, wir haben es auch hier wieder geschafft. Ja, ne? War auch wieder relativ einfach. Ich finde es ja cool, diese Idee, auch dass man längere Ingame-Momente spielen muss. Wäre dann halt in dem Fall noch ein bisschen besser. Gut, das ist die erste Challenge, das ist eh der leichteste Spiel, also Schwierigkeit wahrscheinlich auch mit. Ist Anfänger leichter oder Amateur? Ich glaube, Anfänger ist nochmal leichter. Also es können ja noch in längere gehen, aber ich würde es halt cooler finden, wenn es so wäre und gewinne exakt 4:1, so wie damals oder sowas zum Beispiel. War es jetzt nicht, ist egal. Letzte Challenge für heute, Supertalent MVP. Beim AS Monaco galt MVP als Supertalent, für das nur der Fußball zählt. Zeige in der nächsten Challenge, dass das stimmt. Erziele in einem Versuch ein Tor mit MVP. Okay, also einfach ein Tor machen. Werden dafür aber wahrscheinlich nur einen Schuss ausführen dürfen. Also wir müssen wahrscheinlich im ersten Schuss direkt treffen. Und das werden wir einfach mal machen, weil bisher hat, glaube ich, MVP fast jeden Schuss reingehauen, den ich abgegeben habe. Und so ist es auch dieses Mal. ja, war jetzt auch nicht die Welt, muss ich sagen. Zum Abschluss nochmal. Haben wir dann erledigt und damit haben wir dann auch diese Challenge abgeschlossen und damit auch das gesamte Segment. Karrierestart hieß ja, glaube ich, ne? Genau, Karrierestart haben wir damit komplett abgeschlossen und haben dann auch den Gruppenbonus bekommen von 2 und werden dann im nächsten Video auf dem Weg nach oben machen. Spielen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann, haut rein und ciao.